So, nun haben wir also den Krieg gegen Granada angefangen und hoffen, dass wir die Schlacht gut überstehen. So, jetzt sehen die Armeen darüber. Ne, bleib hier im Golf vom Dings, bitte. Das ist die Frage, mischt sich Tunis ein? Mischt sich nicht Tunis, mischt sich, doch, Tunis. Marokko macht nichts. Marokko würde ich erstmal nichts unternehmen. Sehr komisch. Aber okay, wir können belagern. Vielleicht kriegen wir es ja relativ einfach hin. Wir haben in der Seeflotte verloren. Wir haben noch ein wenig Geld. Wir könnten noch zur Sicherheit 2 Einheiten nach Sevilla bringen. Und können hier noch hochleveln. Der ist auch Level 7 schon mal. So, Leon, mehr Steuereinnahmen. Mehr Einheiten. So, also, wir belagern. Brauchen wir dann noch hier Ansprüche, irgendwas? Ne, eigentlich nicht, ne? So, lass mal belagern. Ich weiß nicht, wie gut oder wie schlecht es ausgehen wird. Ich weiß nur, wenn die Flotte gleich wieder ein bisschen Moral hat. Im Dezember sollen sie wieder in die Mitte ziehen. Ja. Dezemberchen drin. Erstellung großer Karten. So. Okay, wir ziehen wieder hier rüber. Weil Granada hat hier viele Schiffe. Im Prinzip habe ich erstmal ganz Granada hier besetzt. So, Jude. Ja, ist mal nicht so schnell. Jemand überall zu überwachen ist schwer. Ich habe der Ländereien. So, minus 3. Weil wir in der Belagerung noch nicht komplett durch sind. Die Armee teilen wir. Ziehen einen Teil hier rüber. Wir haben hier nur 3 Einheiten. Immer auch einen Teil hier rüber. Wir teilen es mal ein bisschen besser auf. So, die vereinen wir erstmal. Haben wir noch irgendwie Splittergruppen? Ne, ist im Prinzip ja alles vereint, wenn man so will. Das ist auch eine Armee, die wir dann jetzt hier hinsetzen wollen. So, der ganze Krieg ist da unten. Jetzt werden wir mal schauen, wie wir den Krieg hier gewinnen. Damit uns halt auch später ganz Spanien gehört und nicht nur halb Spanien. Und dann werden wir mal schauen, ob wir uns erstmal so ein bisschen wirtschaftlich vielleicht orientieren. Weil du kannst nicht die ganze Karte überrennen. Und es funktioniert einfach nicht. So, rufen wir unsere Freunde. Hafen wird blockiert. Alles gut. Wir rufen unsere Freunde mit in den Krieg. Einfach als Absicherung nochmal. Aber bisher sieht soweit ja alles ganz gut aus. Lassen die Schiffe sich ein bisschen erholen. Wir haben hier quasi das Bollwerk. Sollte hier was passieren, haben wir hier 20.000 Mann, die relativ schnell eingreifen könnten, wenn sie wollten.
Ah, die Mauern haben schon Risse. Müssen jetzt allerdings Geld aufnehmen, weil der Krieg so teuer ist. Ja. Aber da werden wir gleich wieder hinkommen. Das werden wir gleich wieder sicherlich schaffen. Dann muss die Moral noch ein bisschen höher. Hier liegt noch eine Flotte von Granada. So, bei minus 28. Das dauert jetzt hier alle. Portugal kommt. Und wandert hier garantiert runter hier in die Richtung. Kümmert sich erstmal um die Leute. Dann kann ich nämlich mich ganz gemütlich weiter hier drum kümmern. Und kann wieder in den Golf reinziehen, kann hier ordentlich abwarten. So, okay, das wurde auch erledigt von denen. Sehr, sehr schön. Wir haben hier noch Flotten von Marokko, aber die scheinen sich nicht einzumischen. Das ist gut. Nicht einmischen ist im Moment für uns sehr, sehr gut. Ein Darlehen wird bald fertig. Ja, wir werden noch ein zweites nehmen müssen. Ja, wir können auch Folgendes machen. Wir können Krieg steuern. Wir können Krieg steuern erheben, damit wir hier nicht ganz so schnell in die Pedole gehen. Eine leichtsinnige Wortwahl von König Juan II. Hat den Englischkönig schwer beleidigt. Versuchen, die Situation zu entspannen. Wir haben ja unsere eigenen Probleme gerade. Oh, Kriegsgrund. Handelsdisput gegen Marokko. Also wir haben einen Kriegsgrund jetzt gegen Marokko. Dass der richtige Weg ist. Keine Ahnung. So, also, wir sind im Moment schon auf der Gewinnerstraße. Tunesien mischt sich gar nicht ein. Die wollen direkt fliehen, aber wenn ich denen sage, ich möchte hier die Länder, dann brauchen wir entsprechende Werte. Die wir im Moment nicht haben. Deswegen müssen wir hier abwarten. Erstmal gucken, dass hier die Provinz Granada fällt. Wenn die fällt, ist alles gut. Es stehen 17.000 Mann vor Granada, die mit 1.000 Mann unterstützen. Oh, wir erhalten Dukaten. Ganz gut. Wichtig. Können wir gebrauchen. Reihe Dingsplätze interessiert mich jetzt gerade nicht. Da haben wir sowieso kein Geld für. Wir sind ja bei 12%. So, minus immer noch 7. 7 Dukaten minus. Ein bisschen mehr Papsteinfluss. Tut uns, glaube ich, auch gut. Der Rest des Landes ist unbewacht. Das ist natürlich ein hohes Risiko. So, die Belagerung von Granada ist erfolgt. Da haben wir schon mal hier 35. Heißt, wir erhöhen noch nicht. Oh, das können wir auch mit einnehmen. Brauchen wir Wert des Friedens 97. Ich weiß aber nicht, wie der Wert sich auseinandersetzt.
Deswegen wäre es ja wichtig, dass wir auf jeden Fall das nehmen, was uns da oben... Na, also, machen wir das hier alles mal weg. Also wir brauchen quasi Granada, definitiv. Würden wir jetzt bekommen. Wir brauchen den, das weiß ich. Dann brauchen wir definitiv den und den. Das sind 36 Punkte. 36. So. Wo ist der? Der ist da. Natürlich könnte man dann Einheiten da reinbringen. Weiß nicht, ob das so gut ist. Wichtig ist, dass ich hier unten das Kernland bekomme. Hier wird noch schwer gekämpft. Ah, wir sind mit irgendwelchen Frechheiten hier unterwegs. Das ist mir jetzt erstmal relativ egal. Mal gucken, dass wir den hier auf 100 bekommen. Wir den entsprechend den Wert kriegen. Nach Prestige sortiert, nach diplomatischen Kosten sortiert. Also mir ist wichtig, dass wir die Länder da unten kriegen. 25%. So, maximal Beziehungsstatus von 36 durch aggressive Position. Die Frage, wie lange müssen wir jetzt besetzt halten? Sind wir bei 35? Ach, die kannst du auch so anklicken. Und dann sagen, hier, möchte ich haben. Allerdings macht das keinen Sinn, dass ich hier in Tunis was einnehme. Keinen Sinn, die Portugiesen sind da unterwegs. Mir ist wichtig, dass wir erstmal die Insel hier quasi sichern. Also wenn wir die Insel gesichert haben, wir dann in dem Moment natürlich weiterkommen. Das ist das Optimum dann. So, wir haben nochmal eine Belagerung, 38%. So, schaust du hier mit den... Mein König. Okay, der hat Frieden geschlossen. Wir wollen jetzt eigentlich auch den Frieden. Aber wenn ich den kleinen Zipfel abtrete, kriege ich das Ganze hier. Dann haben die aber hier noch die Macht. Das möchte ich. Ich möchte eigentlich nicht, weil da habe ich Ansprüche drauf auf das Dinge. Wie kriege ich es hin? Sind bei 43. Wir haben das Land soweit besetzt. Ich glaube, wir können aber nicht höher im Moment, weil wir nicht weiter expandieren. Was? Was ist von Tunesien besetzt? Langsam, langsam, langsam. Hallo, hallo, hallo. Ich krieg nicht das ganze Land. Dann lassen wir den kleinen Zipfel hier. Und nehmen uns das Land hier entgegen. Nehmen die hier als Miliz da rein. Und werden jetzt gucken, dass wir Stabilität hier reinbringen. So, werden wir zur Kernprovinzen machen. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, wie es weitergeht und ob ich das alles halten kann. Also bis zum nächsten Mal. Bis später. Euer Krausi.